ja, zu erwarten ist heute von dieser Schaltkonferenz. Sie sagen es ja, jetzt seit ungefähr 2 Stunden läuft vor allem eine gemeinsame Linie. Es gab tatsächlich ja in den vergangenen beiden Tagen vor allem einen wahren Wettlauf der Bundesländer, was die Corona-Lockerungen anbelangt. Also da gab es den Vorschlag von Sachsen-Anhalt, dass die Kontaktsperren gelockert werden. Dann hat Niedersachsen gesagt, wir möchten gerne unsere Biergärten absehbar öffnen. Auch Bayern hat schon ein eigenes Konzept vorgelegt. Aber all das wird trotzdem die Erwartungen, die heute an diese Schaltkonferenz gestellt werden, nicht kleiner machen. Denn wie gesagt, es steht noch einiges aus, wenn wir beispielsweise auf eine generelle Linie der Lockerungen schauen, auch was den Breitensport anbelangt, was Kita und Schule anbelangt. Also da gibt es doch noch eine ganze Menge zu besprechen. Und die Erwartungen gerade an dieses Gespräch heute zwischen Bundeskanzlerin, einige Bundesminister sind übrigens auch beteiligt, und dem Ministerpräsidenten, die waren in den letzten Wochen ja wahrscheinlich noch nie so hoch. Nach fast 7 Wochen Lockdown, da ist der Druck gewachsen, aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft jetzt endlich zu umfangreichen Lockerungen zu kommen, aber eben auch aus der Politik. Und einiges ist schon rausgekommen, was da heute mutmaßlich beschlossen werden soll. Bund und Länder werden sich im Grundsatz auf ganz weitreichende Lockerungen verständigen. Das heißt beispielsweise, dass alle Läden ganz unabhängig von der Quadratmeterzahl wieder öffnen sollen. Allen Schülern soll es bis zu den Sommerferien ermöglicht werden, schrittweise wieder in die Schulen zurückzuführen. Die Gastronomie soll im Mai in einem Korridor schrittweise wieder öffnen. Und auch der innerdeutsche Tourismus, da wird es bis Ende Mai umfangreiche Lockerungen geben. Wir wollen darüber sprechen. Natürlich alles unter Vorbehalt, weil wie gesagt, die Konferenz, die dauert ja noch an. Aber ich freue mich, dass hier als erster Gast bei mir ist Carsten Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von der Unionsfraktion. Sie sind für Wirtschaft, für Mittelstand und für Tourismus zuständig, aber auch Chef der Mittelstandsunion, muss man dazu sagen. Normalerweise muss ich auch noch sagen, wir sprechen bei Phoenix mit 2 Gästen üblicherweise. Aufgrund der Abstandsregeln ist das nicht möglich, aber wir erwarten im Anschluss dann noch Anton Hofreiter von den Grünen, den Fraktionsvorsitzenden. Aber Herr Linnemann, an Sie erstmal die Frage. Sie haben sich in den letzten Wochen sehr stark gemacht dafür, dass gelockert wird. Sie haben gesagt, wer den Kollaps der Wirtschaft verhindern will, der muss jetzt tatsächlich handeln und Lockerungen ermöglichen. Aber dieser Wettlauf der Ministerpräsidenten, den wir jetzt seit 2, 3 Tagen sehen, war das jetzt Handeln in Ihrem Sinne? Also erstmal danke für die Einladung, Frau Clark. Das, was wir jetzt sehen, ist Folge dessen, was man gesundheitspolitisch sieht, nämlich die Lage hat man nicht nur scheinbar, sondern auch wirklich im Griff. Und deswegen kann man den nächsten Schritt jetzt gehen. Und es gibt faktisch 2 Paradigmenwechsel heute, so wie das aussieht. Einerseits schaut man sehr stark in Zukunft auch regional, dass wenn regional die Infektionszahlen hochgehen, dass man dann regional eingreift und dass nicht das ganze Land darunter leiden muss. Es soll eine Obergrenze geben, genau. Das steht zumindest genau. In dieser Beschlussvorlage, exakt. Die gerade beraten wird. Ist ein Paradigmenwechsel, den ich begrüße. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir heute zum ersten Mal, wenn es denn so kommt, einen Tag, wo die Wirtschaft insgesamt auch in der Breite, Sie haben viele Punkte eben angesprochen, eine Perspektive bekommt, wenn man denn so will, einen Stufenplan. Und das finde ich richtig, wie das jetzt zustande kommt, dass der eine Ministerpräsident vorprescht und der andere hinterher, ich hätte nicht gesagt hechelt, aber sagt, ich will jetzt auch. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Am Ende des Tages ist es mir egal. Hier geht es um Existenzen, es geht um Zukunft, auch um Gesundheit. Klar, steht vorne ran, aber deshalb freue ich mich, dass es heute wahrscheinlich zu diesen Ergebnissen kommen wird. Die weitgehenden Lockerungen, die sich abzeichnen, wenn es so kommt, wie schnell wird die Wirtschaft damit wieder auf die Beine kommen? Das wird länger dauern, als viele glauben. Übrigens auch als viele Institute, die jetzt ökonomische Modelle anwenden, wo man davon ausgeht, dass man dann, selbst dann, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder ein Verbrauchervertrauen hat, vergleichbar zu früheren Zeiten. Das wird nicht passieren. In einigen Branchen wird sich das Verbrauchervertrauen nachhaltig ändern. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es dieses Jahr schon mitten ins Markt geht, auch wirtschaftlich. Ich rechne da mit einer zweistelligen Schrumpfung in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz gibt es gesundheitspolitisch, was wir in Deutschland erleben, sehr positive Signale. Übrigens auch gesundheitswirtschaftlich, wenn ich sehe, dass jetzt Antitest-Studien nicht nur mehr gemacht werden, sondern auch die Instrumente da sind und vieles, vieles mehr, zeigt, dass ich da optimistisch bin, dass wir auf einem guten Wege sind. Aber lassen Sie uns ja noch mal in die Branchen reinschauen. Die Gastronomie beispielsweise, besonders gebeutelt. Jetzt ist gesagt, okay, es gibt wahrscheinlich eine, wir haben das ja auch an den Länderkonzepten, die schon vorliegen, gesehen, schrittweise Öffnung der Gastronomie. Allerdings, das war ein wochenlanger Lockdown. Die Gastronomie hat 99% ihrer Mitarbeiter, die Betriebe haben 99% ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt.
wird die Gastronomie das überhaupt so schnell aufholen können? Und die Große Koalition, das vielleicht noch hinterhergeschickt, hat ja eine Mehrwertsteuersenkung zwar beschlossen für die Gastronomie ab 1. Juli, aber wird das reichen? Ich fand diese Mehrwertsteuersenkung ein bisschen unglücklich, weil Sie können sich vorstellen, am nächsten Tag kam jede Branche und hat auch was gefordert. Ich finde, es wird jetzt höchste Zeit, dass wir branchenübergreifend schauen. Es ist ja nicht nur die Gastronomie, die keine Umsätze macht und laufende Kosten hat. Es ist ja der gesamte Messebau, die gesamten Veranstaltungen, der gesamte Tourismus. Es ist wirklich eine absolute Breite. Und für die brauchen wir jetzt ein Konzept, dass wir für diese Umsatzeinbußen ein Stück weit aufkommen, weil es ja faktisch für die ein Berufsverbot gab. Sie durften ja nicht öffnen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Und wie ich höre, wird am Wochenende Peter Altmaier hier einen Vorschlag zu machen. Mhm. Peter Altmaier, Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, beide haben angekündigt, es wird ein Konjunkturprogramm geben, weil man will der Wirtschaft helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Umfangreich, mehrere Branchen, Details sind auch unbekannt. Wie muss dieses Konjunkturprogramm aussehen? Was wird aus Ihrer Sicht da entscheidend sein? Also ich bin kein Fan davon, dass wir jetzt hier so einen Überbietungswettbewerb machen. Und der eine will eine Abwrackprämie, eine Innovationsprämie, dann für Kühlschränke, für Autos und vieles mehr. Es gibt immer noch eine Unsicherheit in der Bevölkerung. Man sieht, dass gerade mal mehr als ein Drittel jetzt in die Innenstädte gehen. Das ist ja auch verständlich aufgrund der Situation. Deswegen finde ich, sollte man jetzt alles tun, um das Vertrauen wieder zu stärken. Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt öffnen, sehen wir ja, wie gehen die Kunden damit um. Wie macht man das denn, das Vertrauen stärken? Indem man jetzt zügig öffnet, natürlich unter strikten Auflagen. Und die Konsumenten erkennen, es funktioniert wieder. Ich muss mich daran gewöhnen, mit Corona zu leben. Und dann können wir auch gerne über Nachfrageinstrumente reden. Wie können wir etwas im Konsum machen? Wie können wir Innenstädte stärken und vieles mehr? Aber jetzt muss erstmal das Verbrauchervertrauen gestärkt werden. Und deswegen halte ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt für unglücklich, über Abwrackprämien oder andere Dinge zu reden. Konjunkturprogramm, dann ab Anfang Juni dann schon sinnvoll? Ja, muss man sehen. In dem Moment, wo es Licht am Ende des Tunnels gibt, bin ich dafür. Und da kann man auch über verschiedene Punkte reden, die natürlich auch Sinn machen müssen. Natürlich kann man darüber reden, wie gehen wir gerade mit Personen um im niedrigen und mittleren Einkommen? Schafft man da Anreize? Wenn wir wirklich über direkte Konjunkturprogramme nachdenken, dann muss natürlich alles auf Zukunft getrimmt sein. Da können wir nicht eine alte Abwrackprämie rausholen, sondern geht es um Innovation, da geht es um übrigens auch Bürokratieabbau, weg mit der Reglementierung und vieles mehr. Natürlich alles bedacht. Aber wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen und gehen in die alten Nachfrageinstrumente, dann haben wir nicht verstanden, worum es in der Zukunft geht. Vielen Dank, Carsten Linnemann. Ich darf Sie schon mal verabschieden, denn wir machen jetzt fliegenden Wechsel sozusagen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Plag. Darf jetzt Anton Hofreiter bei mir begrüßen, den Fraktionsvorsitzenden der Bündnisgrünen. Vielen Dank, Herr Hofreiter, dass Sie zu uns gekommen sind. Aufgrund der Abstandsregeln, ich habe es vorhin schon erwähnt, machen wir die Interviews ausnahmsweise hintereinander. Herr Hofreiter, das, was wir jetzt schon gehört haben von den Bund-Länder-Gesprächen, umfangreiche Lockerungen für Gastronomie, für Einzelhandel, Schulen und Kitas, auch da soll es einen Plan geben. Wenn Sie sich das anschauen, Sie werden wahrscheinlich die Beschlussvorlage auch schon gelesen haben. Wie ist denn Ihre erste Einschätzung? Ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir jetzt in eine neue Phase eintreten. Denn die Infektionszahlen sind stark zurückgegangen. Aber wenn ich mir den Überbietungswettbewerb anschaue, den sich da einzelne Ministerpräsidenten leisten, bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich das Vertrauen haben kann und ob die Bevölkerung das Vertrauen haben kann, ob die Maßnahmen nicht doch etwas zu unvorsichtig sind. Deshalb halte ich den Notfallmechanismus für dringend notwendig. Und ich hoffe nur, dass die Ministerpräsidenten dafür sorgen, dass dieser Überwindungswettbewerb untereinander endlich aufhört. Nämlich, das ist kein Thema, um sich für die Kanzlerkandidatur zu profilieren. Jetzt nochmal nachgefragt, also gehen Ihnen die Lockerungen zu weit, die jetzt heute wahrscheinlich beschlossen werden? Ist man dazu unvorsichtig? Ich habe den Eindruck, dass man einen Tick zu unvorsichtig ist, denn ich bin mir nicht sicher, ob wirklich schon alles ausreichend an Ort und Stelle ist, um die Infektionsketten gezielt nachzuverfolgen. Man darf ja nicht vergessen, um weitere Lockerungen zu machen, brauchen wir niedrige Infektionszahlen unter der jetzigen Situation und
die Möglichkeit, gezielt die Infektionsketten nachzuverfolgen, sonst steigen sie schlichtweg einfach wieder. Es gibt jetzt laut Nachrichtenlage noch relativ aktuell, dass die Länder sich in dieser Schaltkonferenz gerade bereit erklärt haben, durchaus, das hat sich in der Beschlussvorlage angedeutet, auch die Verantwortung zu übernehmen. Wenn es also eine bestimmte Anzahl von Infektionen gibt, das wird auf Landkreise gerechnet, also Landkreise, dass pro 100.000 Einwohner nicht mehr als 50 Infektionen in 7 Tagen auftreten dürfen, dann müssen wieder Lockerungen eintreten. Die Länder übernehmen die Verantwortung. Ist das nicht konsequent? Es ist richtig, dass es den Notfallmechanismus gibt. Aber wie gesagt, man darf eins nicht vergessen. Wir haben inzwischen eine relativ breite Verbreitung des Virus. Nicht wie am Anfang, sondern er ist in allen Regionen mehr oder weniger vorhanden, in manchen Regionen stärker. Und es dauert immer 7 bis 14 Tage, bis man da wirklich was erkennen kann. Und des Weiteren würde ich mir, wie gesagt, wünschen, dass verstärkt auf die Menschen geschaut wird, die keine Lobby haben. Also das heißt Kinder, Familien, Frauen, ältere Menschen. Die Grünen, weil Sie Kinder beispielsweise ansprechen, die Grünen hatten ja am Wochenende einen digitalen Länderrat und haben da auch ihr Vorgehen in der Corona-Krise abgestimmt. Und beispielsweise, was die Öffnung, die Perspektive für Kita-Kinder, auch Schulkinder anbelangt, gefordert, dass es da jetzt auch einen konkreten Fahrplan geben soll und konkrete Perspektiven. In der Beschlussvorlage wird das, was die Kita-Öffnung anbelangt, weitgehend den Ländern überlassen. Ist das genug? Ich finde das schwierig. Nämlich, man muss regionale Unterschiede machen, wenn das Infektionsgeschehen unterschiedlich ist. Aber es sollte sozusagen koordiniert sein und überall nach ähnlichen oder gleichen Kriterien erfolgen. Und so hat man den Eindruck, die Bundesregierung lässt einfach am Ende die Länder machen, weil sie es anscheinend nicht mehr koordiniert kriegt, weil die Länder zum Teil einfach nicht an sich halten können. Also wofür würden Sie plädieren, wenn wir jetzt beispielsweise ganz konkret in die Kitas gehen? Da gibt es ja momentan auch die Frage, nach welchen Hygienestandards macht man das? Jede Kita muss ihren eigenen Hygienestandard eigentlich festlegen. Würden Sie da auch tatsächlich für stärkere Befugnisse des Bundes plädieren, beziehungsweise eine einheitliche Linie, die der Bund auch vorgibt? Ich wäre dafür eine einheitliche Linie, abhängig natürlich von den regionalen Gegebenheiten, aber im Bundesgebiet überall gleich. Und man kann sich da ja durchaus was vorstellen von, wie gesagt, dass man es in Kleingruppen immer mit gleicher Besetzung macht. Nämlich, es kann ja nicht sein, so wie Sie sagen, dass am Ende jede Kita oder jedes, was ja schon ein Fortschritt wäre, jedes Land im Grunde sich seine eigenen Hygieneregeln auszüftelt. Deshalb, da braucht es eine stärker koordinierende Vorgaben des Bundes. Es ist auch beispielsweise, natürlich sind auch mehrere Bereiche heute Thema, der Breitensport, auch Altenheime und Pflegeheime natürlich. Wenn Sie jetzt schon in das Konzept schon reingeschaut haben, was fehlt Ihnen? Was mir ehrlich gesagt fehlt, ist erstens, wie gesagt, insbesondere die bundesweite Koordinierung, haben wir schon angesprochen. Und was mir sozusagen fehlt, ist, dass wirklich transparent und deutlich gemacht wird, wann kommt die App? Reichen die Tests aus? Oder muss man nicht deutlich mehr testen? Muss man nicht gerade in Altenheimen, in Pflegeheimen deutlich mehr testen? Und sind die Gesundheitsämter wirklich in der Lage, das Infektionsgeschehen nachzuverfolgen? Denn wenn all das nicht erreicht wird, dann besteht die Gefahr, dass wir am Ende nur in eine zweite Welle reinlaufen, was für die Gesellschaft, die Wirtschaft, für die soziale Perspektive das Problematischste wäre. Und ich finde, da müssen sich Bund und Länder noch mal deutlich mehr anstrengen. Wir werden heute beobachten, wenn die Schaltkonferenz vorbei ist, werden wir natürlich auch hier bei Phoenix die Pressekonferenz entsprechend zeigen, der Bundeskanzlerin, aber auch der Ministerpräsidenten. Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, vielen Dank für das Gespräch.